damn you. Don't go praying, bruh. Brought by Drew. Hier bei einem Wholesaler, eine extrem riesig große Vintage-Halle, und heute wird ordentlich Vintage geschoppt, Freunde. Es ist sehr viel Auswahl, steht hier auf dem Programm. Wir sind echt mit sehr großer Erwartung hier, ne? Erwartest du auch sehr viel? Extrem. Guck dir mal die Hallen an. Oh, hast du mal reingeguckt? Geisteskrank riesig. Ich weiß noch nicht, ob wir hier filmen dürfen. Nur ganz kurz zur Info, was in den letzten zwei Tagen passiert. Man hört zu meiner Stimme so ein bisschen, ich war des Todes krank. Ne? Ich habe es richtig hardcore erwischt. In dem letzten Video habt ihr wahrscheinlich gesehen, dass Dennis so ein bisschen krank war. Da habe ich doch gesagt gehabt, dass Dennis es ein bisschen erwischt hat. Und jetzt hat es halt eben mich erwischt gehabt. Und ja, jetzt sind wir da. Ich würde sagen, wir gehen mal langsam rüber. Mal gucken, was die Jungs so dazu sagen, welche Erwartung Mette vor allem hat. Weil eigentlich setzen wir wirklich echt sehr viel darauf. Mette hat uns gesagt, dass es hier übertrieben viel Auswahl geben wird. Er ist extra aus Miami hierher gekommen, extra 5 Stunden geflogen. Boah, ich sehe hier schon. Alter, ist ich weiß, ja, das ist riesig. Alter, aber wir können nicht zeigen. Bro, wir dürfen nicht zeigen. Das ist geil. So ein bisschen Secret. Das ist so the Secret Sauce. Wir dürfen nicht zeigen. Bro, welche Erwartungen hast du? Weiß nicht, Bro, aber es ist auf jeden Fall riesig, riesig. Boah, es ist doch alles einsortiert so. Wir müssen nicht viel durchfüllen. Ja. Da ist schon deine Nikes und sind dann Nike, all den ganzen Racks drin. Die ganzen Hip-Hop-Sachen sind in der Reihe drin. Aber was hast du so fokussiert? Bist du jetzt eher so, dass du sagst, du baust jetzt für den kommenden Winter Jacken? Oder sagst du, nee, du baust Rap-Tees? Ich mache jetzt erstmal wahrscheinlich nur T-Shirt-Saison im Sommer jetzt erstmal und schaue mal jetzt mal die Jacken durch, ja, damit ich weiß, okay, wo liegen die so preislich, welche Modelle haben die? Weil ich habe jetzt gar keine Erwartung, dass die jetzt für Jacken drin haben, weil in LA hast du ja gemerkt, sind eher so T-Shirt-Filme. Ja. Und Jacken findet man halt nicht so viele. Und dann musst du halt mal schauen, ob hier bei dem Wholesaler Jacken da sind. Das Verrückte an der Sache ist, du kannst ja hier einkaufen, ne? Ja. Als wie nennt man dich als Retail? Wie nennt man dich Reseller? Ja, ich komme von einem Wholesaler und dann bin ich aber der. Aber was ist er dann? Er ist Buyer. Ich bin Customer Support, also okay. Direct to Customer. Ja, ja. Und das sind nur Business to Business Arbeiten. Ja, ja, genau. Wir arbeiten mit anderen. Also du kannst hier als normaler Typ kannst du gar nicht kommen. Du kannst ja, genau. Nur, wenn du so einen Store oder einen Shop hast wie er, mit so einer Anmeldung. Hier gibt es auch ein gewisses Budget, was du ausgeben musst, ne? Genau, $500 Minimum. Pro Person. Dennis, gibt es heute $500? Ja, ja, kein Problem. Ich bin aber auch auf locker. Sehr, sehr neugierig. Es wird richtig neugierig. Ja. Weil wir haben jetzt gesehen, das ist ja nur so gedreht, das ist schon richtig. Aber es geht. Wir haben ja schon Flea-Markets gesehen, ne? Das alleine ist es wahrscheinlich krasser als alle Flea-Markets. Ja. Also was von der Anzahl von Stückzahlen. Aber ganz ehrlich, $500 spendest du ja schnell. Ja, ja. Das machst du sehr, sehr schnell. Ne? Also, darf auch nicht vergessen, hier sind die Sachen jetzt auch nicht so das Geschenk bekommst. Ja, ja, nein. Du kriegst das ja nicht geschenkt. Du hast ja sehr viel Auswahl, aber die Sachen kosten schon viel. Das Ding ist, guck mal, das ist so, du zahlst halt den Premium-Preis. Ja. Du zahlst halt ein bisschen schon den teuren Preis zum Einkaufen. Aber du musst halt nicht komplett durchführen. Weil überleg mal, die ganzen Sachen kommen den Racks an, die ganzen Kleidungsstücke aus. Weißt du, es werden aussortiert und die nehmen hier halt sozusagen die Arbeit weg und kannst dann halt direkt
sortiert einkaufen. Ich sehe schon von hier Motive, die ich voll feiere. Ja. Ich würde 20 Meter von dir entfernt. Ich würde auch gerne mal so diese Racks mal fotografieren, filmen. Ja, wir müssen auch mal schauen, also Racks sind ja so quasi so richtige Ballen, ne? Ja. Mit richtig T-Shirts so gepresst, so und dann so eingeschweißt. Freunde, wir haben einfach gerade die Erlaubnis bekommen zu filmen, was wir gekauft haben. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier dieses ganze Rack hier gekauft, also beziehungsweise Mette. Dieses ganze Rack hier. Ich zeige euch mal ganz kurz. Wir haben die ganze Zeit keine Filmerlaubnis bekommen gehabt, weil wir halt, ja, hier ist einfach komplett alles verboten, aber hier gibt es so crazy Vintage Stuff. Ich zeige euch mal ganz kurz, was Mette hier sich geholt hat. Übrigens wird es das Ganze hier dann in seinem Shop geben zu kaufen. Ich werde mal ganz kurz hier einmal durchsliden. Es gibt wilde Pieces. Ich slide mal ganz kurz durch, ja. Hier Bob Marley, auch sehr wild. So viel. Ich weiß echt nicht, wie viel er in der Summe an Shirts hat, aber es sind bestimmt 300 T-Shirts. Ich, boah, hört mir auf, Freunde. Ganze Stuff hier. Zu wild. Ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ich habe mir hier so eine Military Used Washed Shorts gekauft. Eine Sommer Shorts Carhartt Workwear. Das Shirt habe ich mir gekauft. Ah. Muss auch sagen, ne? Preislich ist das hier nicht so ganz günstig, wie man das denkt. Es ist wirklich sehr, sehr selektierter Stuff hier, ein paar Basics, geilen Waschungen, geilen Prints, geilen Details. Tja, come on, wildes Zeug. Okay, nochmal Hoodies hier, noch ein paar geholt. Mette ist komplett ausgerastet. Schaut mal, Levi's, tschu. Carhartt Jacke. So eine Shirling-Jacke. Alter.